Hallo, grüß euch. Heute habe ich wieder eine neue Seite im Art Journal. Diesmal verwende ich das selber gemachte Tag Journal. Ich habe schon ein Video hochgeladen mit einer Anleitung, wie ich so ein Journal mache. Das verlinke ich euch oben in der Infobox. Den Hintergrund gestalte ich heute mit Tempotaschentüchern. Die habe ich mit Brushos eingefärbt. Und zwar macht man die einfach, also die klappt man halt aus, macht die dann nass und tut Brushos drauf und lasst es dann komplett trocknen. Und dann kann man diese Lagen einfach auseinander tun und auf den Hintergrund aufkleben. Man kann das natürlich auch für Karten zum Beispiel verwenden oder auf eine Leinwand aufkleben. Für das habe ich jetzt sogar die Nuvo Shimmer Powders auch noch mitverwendet. Und da hat jetzt quasi das Deckbladel diesen Schimmer drauf. Ich suche mir jetzt eins aus und klebe es dann mit Gelmedium auf meine Seiten auf. Das Ganze braucht dann ein bisschen zum Trocknen. Ich mache sowas meistens auf die Nacht und lasse es dann stehen bis zum nächsten Tag. Was ich auch gern mache, wenn ich mit diesem Tissue arbeite, also mit diesem Taschentuch, dass ich da extra so ein paar Falten einklebe, weil das gibt nachher eine richtig interessante Textur. Die Ecken schneide ich jetzt auch noch nicht ab, das mache ich dann erst, wenn das komplett trocken ist. Ich verwende jetzt ein weißes, schweres Gesso und mache mir so eine Art Horizont auf meine Seite. Ich habe leider vergessen, diesen Autofokus vor der Kamera auszuschalten. Das tut mir voll leid. Das ist aber zum Glück nicht so lang. Also nur ganz kurz. Was ich super finde an diesen Brushos auf den Tempotaschentüchern, weil man klebt die ja mit Gelmedium auf und das fixiert die und dann bluten die eigentlich nachher nicht mehr aus. Also wenn ihr Brushos auf den Hintergrund gebt und da mit Gesso drauf geht, dann saugt sie der Gesso quasi mit den Pigmenten von den Brushos voll. Und das passiert jetzt in dem Fall nicht und deswegen ist das echt eine meiner Lieblingstechniken fürs Art Journal. Ich verwende außerdem nur eine Schablone, das ist eine Sternenschablone, auch zusammen mit dem Gesso. Dann nehme ich so einen Make-up-Schwamm her und dann gebe ich einfach ein paar von die Sterne auf die Seite. Man muss da immer ein bisschen aufpassen mit dem Schwamm, dass man den nicht so voll macht mit Farbe, weil der sonst die Farbe ganz leicht unter die Schablone läuft. Ich lasse den Hintergrund komplett trocknen, bevor ich mit den Stempeln drauf gehe. Ich mache einfach mit den Stempeln nur ein bisschen Textur im Hintergrund und da verwende ich so kleine Herzerl zusammen mit Pink. Das ist eine Stays-On Stempeltinte. Da ich nachher immer meistens nur mit irgendwelchen anderen Sachen drüber gehe, verwende ich im Art Journal eigentlich ausschließlich wasserfeste Farbe. Und das sind eben auch die Farben, die egal auf welchem Untergrund, relativ gut funktionieren, also mit Distress Oxides oder Distress Inks auf so einem Acrylhintergrund zum Beispiel, das geht relativ schlecht, weil die nicht gescheit trocknen. Ich verwende außerdem nur einen Sternenstempel, heute nehme ich sowieso so die ganzen Motive her, die ich total gern mag, also Regenbogen und Sterne und Herzen, das sind also mitunter meine Favoriten. Ich finde das Regenbogen immer total schwierig, weil ich finde, der passt ganz oft nicht auf die Seiten. Also ich habe den schon öfters versucht zu verwenden und immer, wenn ich mir das dann hingelegt habe, dann habe ich gedacht, na, irgendwie gefällt mir das jetzt nicht. Aber zu der Seite passt er halt. Und natürlich war das keine gescheite Art Journal Seiten für mich, wenn ich nicht ein paar Farbspritzer drauf dort hat. Und ich verwende jetzt einfach so ein Grün. Dann nehme ich einfach so ein Acrylspray her. Und dann verwende ich nur ein Türkis von Amsterdam. Das sind dann die flüssigen Acrylfarben.
Ich habe wie immer unten meinen Blogpost verlinkt, da könnt ihr Fotos vom heiligen Projekt anschauen. Ich trockne das Ganze jetzt schnell mit meinem Heißluftföhn, damit ich gleich weitermachen kann. Ich verwende jetzt nur die Neocolor Zweigreiden, das sind die wasserlöslichen, und mache mir einfach nur so einen Horizont auf die Seite. Das Gelb, habe ich gesehen, ist ein bisschen dreckig und das mache ich einfach vorher auf meinem Untergrundpapier ein bisschen sauber. Mir fehlt jetzt nur ein bisschen Farbe und da verwende ich auch die Neocolor-Kreiden und die mal die einfach auf meine Glasplatte und nehme das so als Palette her, weil ich möchte so ein bisschen die Farben verlaufen lassen, also nach unten laufen lassen. Und das mag ich eigentlich total gerne an den Kreiden. Man kann die total vielseitig einsetzen und wie ich im letzten Video schon gesagt habe, wenn man mit Mixed Media anfangen will, ist das eigentlich die beste Investition in ein Gesso und in irgendeine Art von den wasserlöslichen Kreiden. Ich empfehle immer die Neocolors, weil die sind einfach von der Pigmentierung her die besten. Und ich kann überhaupt nichts gegen die sagen. Die funktionieren auch auf Aquarellpapier ohne Gesso relativ gut. Und das kann ich jetzt von überhaupt kaum anderen behaupten. Also die Gelatos und die Distress Crayons, die setzen sie immer sehr ins Papier rein. Wenn das getrocknet ist, dann kann ich meine Motive aufkleben. Ich verwende dazu einen Klebestick und die Wörter, die habe ich mal hergeschnitten, die sind gestempelt mit dem Mixer Sentiment Stempelsets. Die habe ich einfach auf so ein leichtes Scrapbooking-Papier, also was so ein bisschen Farbe hat, drauf gestempelt und dann ausgeschnitten. Ich habe wie immer alle Materialien unten in der Videobeschreibung und auch alle Stempelsets, die ich verwendet habe. Der Regenbogen ist übrigens mit weißem Embossingpulver auf Aquarellpapier embossed und dann einfach mit Aquarellfarben angemalt. Irgendwie war ich nicht zufrieden mit der Seite, ich weiß nicht warum, weil mir gefällt so fast besser wie jetzt hernach. Aber ich verwende jetzt noch diese irisierende Gelb von Arteza, ist das. Das sind so irisierende Farben, die sind quasi zweifarbig, je nachdem, auf welchen Hintergrund man die auftragt. Also die Farben sind echt schön, kann man jetzt nichts sagen. Und ich male die einfach auf die Sterne drauf. Das schimmert auch recht schön, aber mir hätte es jetzt in Weiß doch besser gefallen. Aber mal. Manchmal, ich kann halt einfach manchmal nicht aufhören. Ja, das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht habt ihr Lust, bei dem
Sau wieder ein bisschen kreativ zu werden. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Für dich!